Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt den zweiten Advent auch gut überstanden und seid kräftig in Weihnachtsstimmung. Ich freue mich, euch heute wieder bei unserem Branchenupdate begrüßen zu dürfen, diesmal mit einem Integrationsprojekt von Motel One, Tarifforderung von 5,5% der NGG, dem Ignaz-Blodinger-Preis 2016, einer Kombination von Spa und Freizeitpark und dem War Hostel in Sarajevo. Die Hotelkette Motel One hat zwei Probleme miteinander kombiniert und damit einen Ausweg für beides gefunden. Um gegen den Fachkräftemangel anzukämpfen, haben sie gezielt Flüchtlinge angesprochen. Im April 2016 sind 6 Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien, Nigeria und Eritrea als Praktikanten im Unternehmen angestellt worden. Seit September sind sie nun Lehrlinge in mehreren Münchner Filialen. Dort absolvieren sie eine 2-jährige Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe. Damit die Integration auch wirklich funktioniert, bekommen die neuen Azubis zusätzliche Deutschkurse und werden bei Behördengängen durch ihren Mentor unterstützt. Auf dem hauseigenen Campus werden zudem Seminare angeboten, die die interkulturelle Kompetenz aller Mitarbeiter stärken sollen. Wegen dem bisherigen Erfolg des Projektes wird es im nächsten Jahr auf Berlin ausgeweitet. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten fordert einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung zufolge für Beschäftigte aus der Hotellerie und Gastronomie einen ordentlichen Lohnanstieg. Zwischen 4,5 und 5,5% soll das Gehalt ihrer Meinung nach in der neuen Tarifrunde 2017 zunehmen. Hinzu kommt die Forderung nach sogenannten Demografietarifverträgen. Dabei sollen die Arbeitsbedingungen so verbessert werden, dass alle Beschäftigten gesund die Regelarbeitszeitgrenze erreichen. Seit 2009 vergibt die Flemmings GmbH jährlich den Ignaz-Blodinger-Preis an talentierte junge Mitarbeiter in ihrem Unternehmen. Wie die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung berichtet, ging der Preis, der nach dem Firmengründer benannt ist, an die Restaurantsupervisor Katrin Oechsler und die Auszubildende Katja Goodwin. Oechsler bekommt als Preis einen Karriereplan mit klar definierten Aufstiegsmöglichkeiten sowie ein Mentoring-Programm. Die Auszubildende darf sich hingegen über 1.000 Euro, eine Karriereberatung und eine Zusage über eine Festanstellung freuen. Wer sonst keine Probleme hat, muss sich wohl künstlich Aufregung schaffen. Das War Hostel in Sarajevo verspricht seinen Gästen echtes Kriegsfeeling. Wie in der Zeitung Welt zu lesen ist, wird auf Schaumstoffmatratzen und unter Armeedecken genächtigt. Die Fenster sind mit Plastikfolie zugeklebt, die Wände kahl und permanent läuft ein Bombardement-Angriff vom Band. Am nächsten Morgen packen die Gäste wieder ihre Sachen und kehren unversehrt in ihre Heimat zurück. Kriegsspielen für Erwachsene mit falschem Bombardement und fragwürdiger Motivation. Wer hat sich nicht schon einmal in der Sauna gedacht, noch besser wäre es jetzt, wenn das hier eine Achterbahn wäre? Die japanische Stadt Beppu hat unsere Wünsche erhört und das Spa Amusement Park Project auf den Weg gebracht. Der Badeort ist für seine 3700 Thermalquellen bekannt. Wie man bei der Hamburger Morgenpost nachlesen kann, ist es der Plan, das heiße Wasser in die Wagen der Bahn zu füllen. So kann man dann leicht bekleidet und dennoch angenehm warm in die Tiefen stürzen. Das war unser Branchenupdate und ich wünsche euch diesmal eine weihnachtliche Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.